Hallöchen ihr, der Nale 4 und willkommen zurück im Stream am Montag, wo es weitergeht hier mit 7 Days to Die, Tag 90, 13 Uhr Mittag. Wir haben noch ungefähr anderthalb Tage Zeit bis zum nächsten Blutmond, also knapp drei oder ein bisschen weniger als drei Stunden. Ich würde sagen, ich nutze die Zeit heute und würde noch mal ganz gerne einen Auftrag erledigen. Und im weiteren Verlauf dann noch hingehen. Erst einmal ein wenig Muni herstellen. Ich würde noch mal mir 1000 Schuss gönnen für. Was brauchen wir noch? Was soll ich mal mitnehmen? Würde mir noch 1000 Schuss gönnen für die. Das Maschinengewehr. Was ist mit Panzerbrechner-Munition? Ja, nur 500 Schuss. Ne, komm, wir machen hier die nochmal 1000 Schuss. Ich denke, wenn ich auf die Beine schieße, dann passt es. Also haben wir hier nochmal eine Stunde Zeit. Dann machen wir hier 500 und hier drüben 500. Wunderbar. Und dann passt das auch. So, das wird verkauft, das kommt rein. Eine Level 6 Knarre, kann man reparieren, bringt bestimmt auch Geld. 1400, der Knüppel aus Stahl, den würde ich vielleicht gern behalten. Mal gucken. Hier oben dran. Einfach mal behalten, vielleicht bringt das ja noch was. Konserven kann man hier rein tun. Lootbeutelchens kommen hier rein. Noch eine Batterie kommt hier hin. Und Leder und alles. Hier oben. Oh ne. So, 50 Dietriche. Das kommt auch hinein. Und ich würde sagen, Kettensäge brauche ich erstmal nicht. Den Bohrer brauche ich nicht. Hier beim Händler haben wir noch das Rezept für Kaffee. Das hier. Und die 15.000 Coins nehme ich natürlich auch mit. Gut, hier ist alles am Brennen und am Machen und am Tun. Das will ich erstmal so lassen. Wir laufen los zur Händlerin. Wie schaut es hier drinnen aus? Junge. Chaos. Das kann man verkaufen. Und das hier, das wird behalten. Das verkaufen. Das haben wir gelernt. Das hier auch. Ich war noch mal vorhin ein wenig losziehen. Ja komm, packen wir es mal ein. Das passt. So. Ziehen habe ich auch. So, auf geht's. Die Zeit drängt. Genau, erstmal noch eine Quest machen und dann würde ich heute hier auf jeden Fall ganz gerne noch bei der Untergrundwohnung weiterbauen. Hätte ich mega Bock drauf. So. Das machen wir dann später noch. So, ich bin sehr gespannt, ob das heute der letzte Stufe 4 Auftrag ist. Von dieser Händlerin, ne? Ich denke mal, wenn ich hier durch habe, bei Stufe 5 angekommen bin, ich vermute mal, es werden dann nur Stufe 5 Aufträge kommen, glaube ich. Aber dann könnte man auch mal zu den anderen Händlern fahren und dort mal gucken. Wenn man da auch nochmal das Ganze angeht. So. We've got the best prices in the wasteland. Ja. Erstmal Inventar und dann kannst du mir erstmal ganzen Scheißdreck abkaufen. 2000, Junge. Okay, das will es nicht. Wahrscheinlich muss er erstmal von diesem Gegenstand kann sie nur die Knarre. Kein Interesse in diesem Gegenstand. Okay. Das verkauft.
Wahrscheinlich muss ich erst diesen Reset, den allgemeinen Reset abwarten vom Händler. Und dann passt das. So. Ja, gut. Okay. Now that was a good deal. Ja, danke. Dann lass mal die Aufgaben sehen. I'm a doctor. Nur bei Nacht habe ich keinen Bock drauf. Nordöstlich. Seitige Zombies. Household Manzor. What? So disappointed in you. Ja, hatte mal die Schnauze. Jetzt machen wir es nicht. Next time. Ja, oder vielleicht nächstes Mal. War das das Ding hier? War ich da schon drin gewesen? Old Manzor. Ich glaube, das könnte das hier gewesen sein. Nordöstlich. Abholen und säubern. Machen wir das. Kilometer im Norden. I've got a bit of a problem. Can House Old Tudor. Thanks, son. I knew you wouldn't let me down. Okay, das ist ein neues Gebiet. Da war ich noch nicht. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal, wo das ist. Hab ich essensmäßig eigentlich was? Habe ich noch, okay. Gut, lass mal hinfahren. Auf dem Weg dorthin können wir beim anderen Händler mal gucken, was der so hat. Ich weiß, beim Händler im Süden, in der Wüste, da war ich ja vorhin gewesen, der hatte noch ein Buch für automatische Waffen, die mit jedem Schuss genauer werden. Was, denke ich, auch nochmal wichtig wäre, sich zu holen. Mal gucken. So. So. Ist das das Ding da oben auf dem Hügel? Das Schlösschen oder was das ist? Oh, das wäre mal richtig cool. Das wäre mal richtig nice. Boah, das will ich immer richtig hart feiern. So. Tun wir die wieder rein. Start die mal mit. Die kann man auch verkaufen. Boah, ich würde es echt feiern, ne? Dann komm, jetzt tank mal voll. Hab hier noch. Ja. 77%, das ist gut. Das ist da oben, dieses Schlösschen. Oh, wie cool ist das denn? Oh, endlich komme ich da hin. Ich freue mich gerade. Oh, ist das schön. Oh, cool. Das habe ich schon die ganze Zeit da von meinem Haus gesehen, ne? Das heißt, ich müsste auch mein Haus sehen können gleich. Meine Grube, ne? Cool. Oh, was ein Weg, ey. Oh, schön. Ich freue mich. Und da wollte ich auch noch hier ein Danke raushauen an den lieben Joe Jones, der mir gestern bestimmt leise auf Twitch gefolgt ist. So, und ich das nicht mitbekommen habe, weil meine Alerts irgendwie im Eimer sind. Oh, ist das cool hier. Oh, ist das cool. Oh, das ist riesig. Das ist toll. Boah, das ist ja mal richtig klasse. Schön. Oh, mega. Okay. Wahrscheinlich gibt es hier so einen Secret-Geheimgang. Ich würde sagen, es hat ja eigentlich Zeit gekostet hier. Die letzten... Are you dead? Jetzt aber. So. Also ich meine, es sieht nicht
ich sag immer, ne, es sieht nicht groß aus, und am Ende hier, ne, sitze ich da Ewigkeiten dran und aber das Ding ist mega geil. Soll ich sagen, das Ding machen wir in einem Rutsch. Wir nehmen direkt beim ersten Mal durchgehend alles mit. Ich glaube, so zweimal looten ist bei diesen größeren Gebäuden, glaube ich, eher schwierig. Habe ich so das Gefühl. Das zweimal durchzulaufen und zweimal den fetten Loot abzuholen. Dafür sind die einfach zu groß. Jetzt will ich aber erstmal gucken, ob ich hier mein Haus sehe. Da hinten ist der Funkmast. Da hinten ist das Dach von meinem Haus. Und da hinten dran geht's los. Oh, cool. Okay, also. Ich würde sagen, rein in den Aal, direkt beim ersten Mal, wird alles gelootet. Wir nehmen alles mit. Das Auto parkt vor der Tür. Wunderbar. Okay. Okay. Munition spart, ne? Sind Stufe 3 Dickerchen drin. Aber es passt. Und es gibt super viel Messing. Boah, ich freue mich. Hinten haben wir keinen drin. Bin sehr gespannt. Okay, Heizung gibt es hier auch. Und noch mehr Türgriffe. Sehr schön. Und Heizung in Massen. Das nehmen wir mit, denn da haben wir nichts mehr von. Das sieht doch so aus, als ob da keiner drin ist. Genau. Nö, wie es immer ist. Kohle. Gammelfleisch. Kochtöpfe brauchen wir nicht. Oder braucht man Kochtöpfe für Rezepte? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube gerade nicht. So. Bilder, ne, wegen Safe. Ja, war klar. Ja, ich meine, so einem alten Anwesen, da ist bestimmt viel Zeug zu holen. So, den will ich nicht knacken, den will ich aufbrechen. Ja, die Ausdauer habe ich. Die Zielhilfe an? Jetzt, okay. Also hier haben wir noch Heizkörper. Küche war soweit fertig. Oh ja, es gibt viele Teile. Es gibt super viel zu looten hier. So, Pflastersteine nehme ich jetzt auch mal mit, denn die brauche ich ja für das Untergrundhaus. Bier. Da kannst du auch mal mitnehmen. So. Und dann kommt es hier hinten da raus. Okay. So. Hammer, Hammer, Hammer. Da ist auch noch ein Rucksack drin.
Oh, Alteisenbeinschienen. Die bringen nicht wirklich was, die würde ich zerlegen fürs Eisen. Vollautomatikmod, die nehmen wir mit. Taschenlampe. Ist auch zerlegen, komm. Jetzt ein Rotz, die aber auch keiner. Und jede Menge Türgriffe. Moin! Opsi mit der Dame in Rot. Na, komm her! So, das ist einfach nur verbarrikadiert. Da gibt's nichts zu holen. So eine Sackkapuze. Die nicht. So, was haben wir hier? Kleiderhaufen. Und da oben ist ein Rucksack. Mit. Da oben ist nichts. Gut. Gibt super viele Schränke hier. Knochen drin. Den nehmen wir mit. Okay. Hier kam ich her, genau. Also hier dem Licht folgen. Dann haben wir da noch eine Tür. Da noch eine Tür. Da haben wir einen kleinen, unschuldigen, knuffligen Hasen. Hat mir den Weg gezeigt, ne? Das war ein super Geheimtipp von ihm. So, haben wir hier was drin. Nichts mehr. Die zeigt mir den Weg, das heißt, die kann ich auch nicht abbauen. Oh Gott, na Jung, oh Gott. Es kommen jetzt auch immer mehr von diesen dicken grünen Viechern hier, ne? Okay, aber da ist nichts drin. Außer ein paar Türgriffe. Brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Gezielt looten. Das brauchen wir. Das kannst du drin lassen. Oh, im Rucksack. Raus damit. Sag Türgriffe. Naja, will ich doch nicht. So, dann das Bild. Die Bilder birgen hier sehr viele Geheimnisse. Das ist schon mal gut. Hier war nix. Da war auch der, war der tote Hase. Warum er da hinkommt, ich weiß nicht. So. Das hier, das hier, das hier. Wo seid ihr? Oh, das ist ein Grüner. Oh, Junge. Er kam auch gerade hier vom Kohlebergwerk, ne? Vom Streiken. Die Lampe kann man abbauen. Die gibt richtig schön viel Messing. Da haben wir nichts drin. Was hier drin? Nichts. Auch nichts. Aber die Tür hätte ich gern. Denn das gibt's. Okay, die geben, diese barrikadierten Dinger geben keine
Türgriffe sind nur die hier. Könnte ich mir eigentlich so langsam auch mal merken. So langsam soll es eigentlich mal klar sein hier. Okay. Guck mal, da ist ein Rucksack. Den muss ich mir mitnehmen. Genau wie die Heizkörper. Ist hinter sowas was versteckt, in so einem Kamin? Lass mal gucken, ob da irgendein Secret drin ist. Nein. No, it's not. Level 101. Mein lieber Glückwunsch. Freue ich mich. Das finde ich dufte. So ist die Sache, wo ich es rein investiere. Echt jetzt? Boah, ich hasse das. Diese Blockmechanik manchmal ist furchtbar. So, ich kam hier raus. Hier war nichts. Da geht's weiter hoch. Gläser drin. Ich finde es auch geil hier, ne? Dem. Okay, die Tasche ist irgendwo unten. Schätzelein, wo bist du? Ja, komm her. Alles cool. Okay, also das Ding ist irgendwo unten. Da sind aber jede Menge Bücherregale zum. Vielleicht ist was Cooles drin. Hier. Technik-Freakband 2. Okay, Papier brauche ich erstmal keins. Glas. Glas. So. Bauplan 44er Magnum. Danke. Sehr schön. Guck mal, hat sich doch schon gelohnt hier. Immer alles durchsuchen. Ganz wichtig. Aber mehr? Lämsi-Mod haben wir auch schon. Guck mal, geheimes Bücherregal. Rezepteier mit Speck haben wir auch schon. So, ansonsten. Ist hier der dicke Loot? Da geht's noch runter. Cool. Jawohl. Poppen Pilz. Eine Kiste bitte. Ganz andere bleibt drin. Pflasterstein könnte man eigentlich mitnehmen. Ne? Aber irgendwie. Guck mal, da oben ist was. Oh, gucke mal hier. Schön. Brich bitte nicht zusammen. Shotgun Messiah. Oh, Schrotflint Messias. Fertige spezielle Munition, mit der sichere Blocks wie Türen, Tresore und Tresortüren aus dem Weg geräumt werden können. Oh, sogar zweimal hat man das. Cool. Ich sage, nimmst das weg und nimmst das mit. Das kannst du mal fressen. Dann nimmst du die Schrotflintenteile mit. Steine braucht man nicht. Das kannst du zerlegen. Das nimmst du mit. Und die Vitamine naschen. Okay. Cool. Ich würde sagen, ich gehe erst noch mal. Oh Junge, das ist. Oh, Alter, ist das geil. Oh. Gott, ist das cool. Oh mein Gott, es geht hier runter. Oh Gott, Aufzugsschacht. Ich würde sagen, ich klopfe einfach mir hier den Weg raus.
ich hier. Und da liegt auch eine Tasche. So. Und ich bin jetzt bei diesem Dingens da hinterm Haus. Oh Gott, echt jetzt? Warum stehst du auf dem Dach? Hör mal. So, muss er wissen. So. Ich würde sagen, erstmal hin zum Auto. Und einladen. Das verkaufen. Das Rezept. Das hier. Alles andere wird auf jeden Fall noch benötigt. Glas brauchen wir nicht. Gekochtes Wasser. Kannst du was trinken? Ist das jetzt hier gekochtes Wasser, weil ich in einer kälteren Umgebung bin? Normalerweise heißt es doch abgekochtes Wasser. So, und die Dietriche wieder rausgepackt, der Lümmel. Okay, also. Oder ich hol erstmal den Loot. Dann säubern wir das Gebiet am Ende. Ich muss hoch. Also hier durch. So. Das war ja anscheinend irgendwo hier auf diesem Bereich. Irgendwo hier. Hinter der ganzen Kiste. Okay. Ja. Jetzt noch Gebietesäube. Das heißt, ich war hier noch umgegangen. Hier hinten durch. Und war hier beim Aufzugsschacht. Okay. Ist hier noch irgendwas auf dem Stockwerk? Da oben war ein Rucksack. Oh Gott, komme ich da hin? Kann ich da hinspringen? Ich könnte mich hinbauen, ne? Yeah, hat sich voll gelohnt. Danke, Spiel. Danke. Das war ein Traum. Super. Hey. Zack. Okay. Dann Aufzugsschacht. Cool. Da oben könnte etwas sein oder auch nicht. Ist ein Fenster ein offenes? Also ich muss hier entlang. Anscheinend froh und munter hier runter. Und da hinten runter. Oh Gott. Da kann man auch noch weiter, aber ich muss hier durch. Ich gehe erstmal hier durch. Oh, das ist die Garage. Ah, okay. Also ich würde gerne wissen, was hier unten ist. Da ist auch eine Leiter. Frohnheit, dass ich nicht runterspringen müssen. Wo? Da ist noch eine Höhle. Oh, oh Gott, ja, hi. Na du? Alles cool bei euch? Oh Gott, ist das geil. Oh, ist das übelst cool. Oh, das ist ja mal richtig heftig. Voll das Untergrund. Cool. Oh, mega, das feiere ich. Oh, das ist heftig. Eigenen Serverraum?
was ist das für ein Aiming-Holz hier wieder? Ich glaube, ich brauche den Schockstab. Okay, ich habe mich nochmal gefragt. Kann ich das abbauen? Macht das Sinn? Nur Motoren und so ein Scheiß. Eine Glücksbrille. Beutebonus plus 5. Oh. Was habe ich eigentlich gerade an? Glücksbrille, Beutebonus plus 4. Dann nimmst du die mit. Und die wird aufgehoben. Cool, plus 5 sogar. Das ist nice. Das ist sehr, sehr cool. Soll ich hier runter? Grunz echt stöhnen? Kommt jetzt einer irgendwo? Oh ja, okay, da sind einige. Käffchen, Käffchen geht immer. Komm, auf geht's, Pose. Alter, ist das cool hier. Okay, da unten sind noch zwei Punkte, wo ich hin muss. Ey, dieses unscheinbare kleine Haus. Dann hast du da sowas. Hör mal. Cool. Überall sind Schätze, ne? Also ich hoffe echt so dermaßen, dass ich bald die Stufe 5 Mission kriege, ne? Ich hab so Bock drauf. Ich hab so Bock drauf. Ich habe so das Gefühl, gleich geht's hier ab. Hat die Mutti hier Raketensilo im Keller oder was? Jetzt mal hier oben gucken, gibt es bestimmt was. Oh ja, medizinische Vorräte. Oh nee. Nice. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Und dann hier oben aufs Dach irgendwie und oh ja. Okay, das sind viele. Ich mach mal Tor auf. Kommen Sie mal rein, können Sie rausgucken. Was hat die denn hier unten im Keller drin? Was hat die denn in dieser unscheinbaren Hütte unten alles im Keller? Das ist ja mal übelst geil. Oh mein Gott, ich feier's. Storytechnisch hier würde ich vom Allerfeinsten. Kann's nicht sagen. Welche Geheimexperimente? Sehr schön. So, wo ist jetzt der fette Loot? Richtig fette Loot. Tut gut. Wäre cool.
Oh, hier ist er. Da geht's hoch. Okay. Oh, Rezept Thunfisch-Soßen-Toast. Nice. Dankeschön. Guck mal, also rezeptmäßig hat sich heute gelohnt hier. Die Tour. Ja, aber da muss doch auch was drin sein. Scheint nicht. Aber hier ist so ein Scheinwerferding. Sowas würde ich gern bauen können. Solche Scheinwerfer fände ich cool bauen zu können. Wäre echt eine schöne Idee. Was haben wir denn hier? Oh, Gefecht in der Stadt Band 4. Springen. Leise springen und landen zu lernen ist eine Grundlage des Häuserkampfes. Lerne und bleib am Leben. Wenn du schleichst, landest du immer geräuschlos, außer du nimmst Schaden und die Sprunghöhe ist nicht reduziert. Danke. Schön. So, dann Loot holen. Poppenpilz. Was haben wir drin? Okay. Teilekiste. Jawohl. Jawohl. Öl kann man immer gebrauchen. Hier oben haben wir nichts mehr. Dann nehmen wir das noch mit. Mittlerer Munitionsvorrat. Und Waffentasche. Was haben wir hier? Schockstabteile. Okay, und jetzt knacken wir noch die Kiste hier und dann haben wir alles. Sehr schön. Ja, komm. Danke. Ja, den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Den Bauplan. Das kommt Papier, brauchen wir nicht. Dafür nehmen wir die Stahlsperrteile mit. Das leere Glas brauchen wir nicht, dann nehmen wir den Eisenbrechermod mit. Kommt das Holz. Schönen Turm gebaut, ja. Super. So, dann kommt mal, wo kommt man hier raus? Wo ist das? Echt jetzt? War da unten irgendwo ein Schlüssel? Ach, mit Shift kann man auch Treppen schnell runterlaufen. Ah, es ist wieder was gelernt hier. Wusste ich auch noch nicht. So nach 90 Tagen, Ewigkeiten, Stunden, Spielzeit, wieder was gelernt. Hier ist das Versteck, wo es reingeht. Cool. Unter der Veranda. So, dich nehmen wir auch noch mit. L. Danke. Können wir zurückfahren. Das verkaufen. Den haben wir schon. Haben wir schon wieder 20.000 voll. Mega. Glücksbrille kann man auch verkaufen. Die kommen rein. Schön, schön, schön. Sehr schönes Gebiet. Komm, verbrauchen wir Straßen. Da bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt als Belohnung. Dam, dam, dam. Da, da, dam. Und es gibt noch so viel zu erkunden. Ne? Ich will so gerne auch hier noch, ne? Wenn ich hier die Stufe 5 Gebietsquest da drüben fertig habe in dem Biom, da möchte ich auf jeden Fall die anderen Händler auch noch auf Stufe 5 bringen. Also es gibt noch viel zu tun. Hätte ich mega Bock drauf. Hier ist Mac auch schon.
Oh, schön. So. Bevor ihr die Schotten dicht macht. Wird es auch schon wieder Nacht, ne? Es geht, glaube ich, schnell. Okay, einmal durch, 40 Minuten, das ist okay. Das ist mehr als in Ordnung. Das heißt, ich habe noch gleich 2 Stunden Zeit. Könnten wir eigentlich fast noch eine Mission machen, ne? Eigentlich schon. I am so glad to see your face. I get lonely sitting by myself all day. So, also. Here's your pay for a job well done. Die Kernstufe Stufe 6. Bauplan Stahlvorschlaghammer. Die angepassten Fittings Mods sind auch cool. Also, ich nehme auf jeden Fall die aber habe ich da schon Stufe 6? Das weiß ich ja nicht. Ich nehme die mal mit. Und da habe ich Stahlvorschlaghammer schon gelernt. Weil das auch echt wichtig wäre, ne? Ich mache meinen Stahlvorschlaghammer. So. Danke. Was habe ich für Handschuhe? Stufe 5. Ist also okay, hat sich doch gelohnt. Dann kannst du hingehen und die alle rausnehmen. Kannst die verändern und das alles wieder reinpacken. Und kannst die anziehen. Kann ich die reparieren? Voll. Und verkaufen direkt. Congratulations! I can make my payment to the Duke now. Amazing. Oh. I hope you like your reward. Oh, Stufe 5 Auftrag. Ich glaub's ja nicht. Oh, wie cool. Klingenfallenpaket. Batteriebankpaket, Fernkampfwaffenmodspaket 03. Klingenfallenpaket. Zufälligen Fernkampf-Mods wäre natürlich auch geil, ne? Klingenfallen kann ich selber herstellen, das geht eigentlich recht zackig. Ich nehme das hier. Und ich kann 2 nehmen, dann nehme ich auch das Klingenfallen-Paket. Natürlich. Ja. Oh, besondere Aufträge. Stufe 5 Handelsrouten 2,2 Kilometer südwestlich. Trader Erects, das ist unsere Dukes, okay. If you finish 2 more jobs this week, I will give you Employee of the Month. Cool. Ich freue mich gerade. Endlich habe ich 10 Klingenfallen. Oh mein Gott. Übertreib halt. 5 Schalter und 5 Elektrokabelverschaltung. Oh, alter, Träumemagazin. Mega wichtig. Oh mein Gott, fürs M60, ne? Glaub's aber, fürs Stufe 4 M60 packe ich das Ding rein. Was hat hier mein... Das ist auch ein Trommel. Alter, Mädel, ich danke dir. Ich danke dir. Ich fahre zum Händler, ich sag Bescheid, dann komme ich gleich wieder und was schaffe ich heute nicht mehr? Ah, ist das nach dem Blutmond, ne? Okay, erst nach dem Blutmond mache ich Stufe 5 Aufträge. Versprochen. Bei dir. Oh, ich freue mich. Endlich freigeschaltet. Mega cool. Mega, mega cool. Dann rein. Pony rein. Und den ganzen Lachs. Wobei, ich glaube, das nimmst du. Vielleicht nimmst du andere Händler. Das könnte auch sein. Die kann man verkaufen. Handschuhe könnte man auch probieren. So wie das hier. Die Glücksbrille. Oh mein Gott, wie geil.
Okay. Ich hoffe, ich schaff's ja von der Stunde da noch hin. Auf geht's. Jetzt können wir runter. Das sollte eigentlich noch machbar sein in der Zeit, wenn ich mich nicht verfahre. Der Straße folgen. Okay, das sind 3,5 Minuten. Glaube ich. Eine Stunde hat 3,5 Minuten. Ich glaube, das sollte machbar sein. Der Zeit dahin zu kommen. Locker. Ich glaube, an der Kreuzung war es dann rechts. Dann haben wir alle Händler freigespielt. Mega cool. Hey, und 10 Klingen fallen in ein Paket, glaubst du auch nicht. Hey, da kann ich ja auch noch überall hinpflastern, ne, wenn ich Bock habe. Man könnte die theoretisch noch bei Mac an den Wegen hoch hinsetzen. So, hier entlang. Der Straße folgen und dann die nächste direkt links. In der Mitte der Kreuzung links. Echt irgendwie eine Mod, wo so eine Minimap wäre. Keine Ahnung, ob es das gibt. Aber wäre cool. Jetzt wieder back in town, hä? Huh? Gravestown. Nächste Kreuzung. Aber es ist locker machbar. Ganz entspannt. Durch hier. Entschuldigung. Sorry. Jetzt hier rein. Ich fahre hier mal rein. Ich hoffe, es ist richtig. Straßen, ne? Ist das richtig? Bin ich hier richtig? Das sieht gut aus. Ich meine, alle, jeder dieser Händler hat irgendwie so einen fucking Schleichweg. Immer steht Winnie Pooh auf. So, leg dich hin. Bleib liegen. So. Ich habe ihn ganz liebevoll schlafen gelegt. So, quer rein. Und dann irgendwo hier lang? Hä, wo sitzt der denn? Mitten im Geäst hier. Knusperhaus oder was? So. Rex. Cool. Du bist der letzte Händler. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Hey. Well, looky here, well, boys. We super. Got ourselves a real life hero. And now okay. He lass mal dein... Halt die Schnauze und lass mal ein Inventar sehen. Der hat Waffen. Gewehr, Zweibeinmut. Verbessere Genauigkeit im Handhabung beim Zielen mit Waffen. Eine Compound-Armbrust gibt's auch. Also das ist der Waffenhändler-Typ, ne? Stufe 6, Solarzelle 72.000. Ach du Scheiße. Ja, ich bin gleich weg. Ja, 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 ja. Technikfreak. Das nehme ich auf jeden Fall noch mit. Kaufen. Schrotflint-Messias. Okay. All right.
right now that we're done doing business, get out of my store. Ja, get your shit and get out. Ich weiß, ja, ja, alles cool. Cool. Das heißt, was haben wir jetzt? Diese Technik bietet eine Chance von 25% für gewöhnliche und eine Chance von 50% für kräftige Angriffe, Schockstäbe sofort aufzuladen. Geil, danke. Cool. Ja, komm, wir fahren zurück. Mega. Da kann man seinen ganzen Junkie eigentlich wegladen, ne? Sehr schön. Also, Stufe 5 Aufträge sind jetzt auch bei der Händlerin am Start. Ich freue mich. Das ist super. Super wichtig. Gut, dann fahre ich jetzt zurück zur die Heimat und gucke, dass ich nachts hier jetzt noch die nächsten Sachen hier fertig gebaut bekomme. So, dass wir noch die restliche Zeit nutzen und ganz entspannt hier weiterbauen. Das wäre, denke ich mal, ein guter Plan.